Oh, so viele. Nochmal Flammenwerfer mitgenommen. So meinst du? Oh, hast du ja bei. Habe ich ihn schon mal nicht bei gehabt? Ja. Nee. Oh, und ein Feuer, Heini. Mach doch mal. So macht er? Mach doch. Hast du ja? Ey. Blute ruhig, wenn er kommt. Heike. Ja, hallo und willkommen zurück bei Night of the Dead. Wir machen heute mit euch einen kleinen Ausflug. Ein bisschen looten, bauen vorher noch ein bisschen an der Fallenstrecke rum. Sobo kommt gerade mit den Fallenmaschinen. Guten Tag. Wir haben hier gerade mal die Streichhölzer weggenommen und den Schredder. Nee, den Schnetzler, den zweiten. Da hinten. Ja, wollen wir ein bisschen entschärfen. Klar werden die jetzt vielleicht der ein oder andere eine Runde mehr gehen, aber ich glaube, es kommen auch mehr durch, weil die Dinger machen weniger Schaden. Und das wollen wir einfach mal riskieren. Ich glaube es nicht. Also ich denke, dadurch wird es noch einfacher für die. Die kommen, werden hier geschnetzelt, gehen hier hin, fallen hier wieder runter, gehen in die Schredder, nehmen noch mehr Schaden, fangen hier wieder an, gehen wieder hier hin und werden geschnetzelt. Also wird sich alles weiterhin hier vorne abspielen. So wird es passieren. Bin ich ziemlich sicher. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber sind, also normal, wenn alles so weiter verläuft, wie es bis jetzt verlaufen ist, werden sie immer wieder hier runterfallen, zweimal vielleicht. Und wird sich alles hier so in diesem Dreieck abspielen. Aber die sind eben auch sehr langsam mit der Aufladung. Also die drehen sich zwar, aber es werden auch viele durchrennen einfach. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ja, der Große hat in der letzten Nacht ganz schön zugehauen. Mit seinem Schlägen, die er machen durfte. Uns fehlt ein Stück hier, aber das ist nicht so weiter schlimm. Die Treppe ist ja, auch und, weg. Und ich glaube, die Bienen Streichholz fallen. Also ich habe die nicht abgerissen. Ich auch nicht. Dann hat er uns die auch zerstört. Der Lumpenhund. Der hat noch keinen Namen. Stimmt. Da fällt mir irgendwas ein, bis jetzt. Für den müssen wir uns noch was Schönes ausdenken. Das kommt eher immer spontan. Vier Stecker, vier Motoren. Das baue ich noch schnell fertig, dass die Dinger unter Strom sind. Wenigstens die Schredder und die Hämmerchen da. Abbauen können wir dann immer noch. Zwei nur, warum macht man Plastik? Eisenbarren. Zwei. So. Da ist schon wieder eine Falle. Umgekippt. Ja, das geht jetzt echt fix, ne? Dass man so ein bisschen Sklave seiner Fallen. Häuten. Hasi-Häuten. Schmierfräser-Taucher. Die Schredder hier außen waren ja nicht so wichtig, ne? Wir machen nur die innen. Oh, da kommt ein Kumpel. Geh doch. Ey, hast die Tür heil. Na. Meine Güte, komm spielen. Noch einer.
So. Oh! Die schnell noch mehr. Ey, kommt. Kommt, kommt. Genau. Geh mal da hoch, Madame. Na, passt so. Ey, ich stand noch da drin. Mein. Die waren nervig gerade. Sind die durch? Kannst du mal gucken, was bei den drehenden. Nee. Hammer Dingern. Nee, nee. Ja, sind nicht durch. Oder hast du noch Stress? So. Nochmal Motoren. Eins. Zwei. Mhm. Wir haben ja davon vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Vier Motoren, vier Stecker. Brauchen die dann andere Utensilien oder sind alle Fallen gleich? Vom Upgrade her. Sind alle gleich. Okay, wir müssen kurz verstöpseln und dann. Zwei. Das macht voll mal. Drei. Sieht aber schön aus so mit dem Metall. Mhm. Und zwar. Ja, danke. Also die, das sieht jetzt den, also so aus wie der Boden generell, aber die Hämmer, die sehen auch cool aus. So, habe ich jetzt viel mehr was? Ne, da fehlt mir Seil. Hast du zum Beispiel zum bisschen Seil in der Tasche? Mhm. Das war mein so, Seil. 30, 40? Nee, nee. So viel halt denn doch nicht. Seil für die Äußeren. Oh, ein Schreihals. Und wieder ranken. Genau. Du läufst so langsam wie so ein Zombie. Ich dachte, du bist ein Zombie. Okay, die hat er. Jetzt die Schredder. Zack, zack, zack. Great. Eins. Zwei. Ah, es fehlen Materialnägel. Oh. Hm. Grün auf blau. Grün auf blau. Okay, ja. Alles gut. Okay. Hat er. Muss Buffer mal ausladen, dann können wir los. Mhm. Oh, die Fallen sind schon wieder voll. Hm, hier auch gerade eine. Eieiei. Schweinchen! Aber so, wenn du das Material hast, zum Verkabeln und so, dann hast du eigentlich ja keinen Stress mehr. Also, schließt den Krempel an und dann ist es gut. Aber das von, also intensiv von Kupfer und so ist es auf jeden Fall. Naja, klar. Aber es geht noch mit Kupfer, also wir haben eigentlich ganz gut vorgesorgt, glaube ich. Naja, durch die U-Bahn wahrscheinlich auch, wa? Ja, und die Maschinchen. Maschinka, Maschinka. Siehst du, ja, da ist noch Dinger auf. Bauen. Maintenance. Mhm. Wartungskit. Gummi, Stoff, Blätter. Okay, ich mach mal ein paar. Mhm. Ich hab sie nochmal entleert, ich komm jetzt. Gummi, Stoff. Auspacken. Gummistoff, oder? Gummistoff? Ja. Eisendinger. Dann mach ich mal, was geht. 15. Brauche ich noch einen mehr. Warum kann ich nur 15? 450. Kupfingblätter. 16. 16 ist gut, sind 4 Füllungen für Bitte. Sind die leer? Soll ja, ich gleich jetzt füllen? Ja. Jetzt kannst du füllen, okay. Direkt her. Dann fülle ich die doch mal. Schießpulver, Blätter raus. Bälle, Knochen. Und dann noch das Holz und dann sind wir durch.
ausrückt. Benzin. Oh, was? Das hat sie noch runtergeschmissen, wa? Wo ist er hingeflogen? Falsche Taste drückt. Jetzt sollte da aber gar kein Problem mehr sein. Oh, schon wieder drei Fallen voll. Gar kein Problem mehr sein mit Mist. Nee, so viel. Also eine Bergbaumaschine wäre auch mal nicht schlecht. Ja, machen wir auch noch mal in der Glöbig. Oh, ist laut. Weg. Na, dann mach ich mal schnell noch die Fallen hier leer. Oh je, schon wieder drei Stück. Schleichen wir uns über den Hinterhof. Ganz leise. Kupferding bei her. Nee, nur ein Stück Eisen. Hier waren wir auch noch nicht weg, ne? Nee, oder? Das. Ja, die Tonnen respawnen ja nicht, oder? Ich hab keine Ahnung. Nur die Autos. Kupferdraht. Ah, zwei Kupferdrahte. Echo. Räte. Kupferdrahte. Zwei Kupferdrähte. Braune Pilze. Braune will ich. Ich nicht. Oh, hier ist ein Ding oben. Auf dem Auto. Ups. Na komm her. Hm. Blondie, komm. Ja, ich weiß ja nicht, da gab's irgendwas drin in der Schule. Ja, irgendeine Forschung. Werden wir entdecken. Haben wir hier nicht immer so einen Feuertyp, mal so ein Fleisch an der Fleisch? Ja, eigentlich schon. Ja. Jetzt mal so ruhig, Kleiner. Der läuft einfach durch die Gitter durch, der Hund. Das ist ja gut hier. Das war mein Fall. Mein Kopf. Haha. Haha. Kannst du mich mithelfen? Wo hast du zugegangen? Hab ich gesehen, wie zugegangen ist. Aus Versehen. Muss so eine Lichtschranke sein, die haben sie bestimmt mit einem Update gemacht. Geht bestimmt gleich wieder zu. Ein Schuss, siehst du? Bei Quara. Ha! Ambus, ey. Was sie kann. Ja, nicht kann sie. Aber es liegt ja auch immer an demjenigen, der sie bedient. Das stimmt. Deswegen ist er mit eben Schuss umgefallen. Genau. Gut, dass es Beweismaterial gibt. Was? Oh je. Das gibt eine Prügelei hier drin. Oh, so viele. Nochmal Flammen. Ich hätte nochmal einen Flammenwerfer mitgenommen. So meinst du? Oh, hast du dabei? Habe ich ihn schon mal nicht bei gehabt? Ja. Nee. Da. Oh, hier drin in einem anderen Raum kriegen auch welche. Hast du durch die Wand geschossen? Nee. Wollen wir erst leer machen? Ja. Doch, die kriegen da hinten drin, hörst du das? Ist hier noch was? Überall was. Ja, aber nur so eine vereinzelten Schnullis. Hier ist ja nix. Was ist das für ein dober Raum? Kann ich hier schon wieder Schränke kaputt machen? Nee, wa? Ich hab noch nicht. Oh. Hier ist eine Lady gewesen. Ja, Lady. Oh.
Physik wollte ich nicht vermisst haben. Das warst du selber. Wie soll ich mich denn mit der Armbrust selber anzünden? Aber ich war ja schon weg, dann bist du einfach in den Rinne gerannt, in seine Flammen wahrscheinlich. Nee. Ja? Du hast sie umgedreht wahrscheinlich wieder. Nee, da war ich schon längst weg, als du da hingegangen bist. Ach, Beweise, Beweise. Hier ist nix. Die geht nicht auf. Hier ist auch nix. War das schon immer so? Ich weiß nicht, ein paar Räume waren immer nicht zugänglich irgendwie. Hier in der Tonhalle ist ein bisschen was drin. Ja, ich weiß, die habe ich schon wieder zugemacht, aber sind nur Kisten, Holzkisten. Willst du echt? Ja. Warte, ich hole sie mal alle auf einen Haufen. Oh, jetzt komme ich zu dir, wo bist du? Hier. Witzig. Das geht ja so nicht, weil du bist ja immer im Weg. Bleib doch mal stehen. Das kann ich ja nicht, wenn die alle an mir dran sind. Fallen die auch mal um? Ja, alle. Bis auf zwei, drei. Ne, ja, den haben wir auch. So, jetzt den Kotzer noch hier hinten. Kurz. Und dich. Und dich. Hier ist nicht viel dran. Ne, sag ja, das hat sich ja nicht gelohnt hier. Aber beim letzten Mal schon, da haben wir den noch ausgelassen. Ein paar Säckchen. Na gut, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Hopp. Das ist wirklich nicht viel. Nee, nur ein bisschen Holz. Aber irgendwo muss hier noch so eine komische Kiste sein. Schmiermittel. Hm, komisch. Naja, jedenfalls muss ich irgendwo noch diese. Was wir brauchen. Oh, was ist jetzt los? Die Nagen an mir. Warst lecker. Ja, der hat an mir rum in der Hand. Mach mal, weg. Hab ich. Nee, dein Licht meine ich. Ich hab nicht mehr gesehen. Dann sieht man auch nicht hier drin. So duster. Hier, den mag ich den nicht hier. Komm her. Ist das nicht unheimlich dunkel bei dir? Nee. Geschenke? Nee, nicht besonders. Warum nicht? Die sind Regale, aber die gehen nicht. Mann. Die Schule ist nicht so. Nee, ich hab auch gedacht, das ist ergiebiger. Oh, Alpha. Oh, oh, und ein Feuerhenni. Mach doch mal. So macht er? Mach doch. Hast du gehört? Mhm. Ey. Blute ruhig, wenn er kommt. Heike. Bäh.
Es war zwischendurch. Tötet dich der Drunkard. Ich dachte, ich war weit genug weg, aber scheinbar noch nicht. Ja. Mann, jetzt hör auf, hier zu heulen. Lederjacke. Lederjacke angekokelt. Bist du? Hast du nochmal dran gekommen? Na, du hast die brüllt. Ey. So nicht. Hier ist der Kugel hier. Der ist schon kugelig, bevor ich ihn angekokelt hab. Ja. Der hat ein bisschen. Mann, geh doch weg. Krosse Pelle. Zombie Cross. Wie ein Po geschossen. Hab ich gesehen. Und hier so? So. Oh, auf halber Treppe steht was. Ja, so ein Flammenwerfer war scheinend. Kann ich jetzt hier irgendwie Dynamit oder irgendwas einstecken? Nee, leider nicht. Wo bist du? In dem Raum, den wir gerade geleert haben. Warum bist du hochgegangen? Wir waren da unten noch ja nicht fertig. Ach, unten ist nicht mehr. Doch? Nein, geh links Flammenwerfer, rechts Flammenwerfer. Wie so schön stöhnen beim Kugeln, wa? Ja. Dann bloß nicht. Nee, also das ist nicht so ergiebig hier. Für mich. Stimmt. Bisschen Holz, bisschen Nägel, Seilkram an die kokelte Kiste. Was war hier? Nix. In der nächsten Nacht haben wir ja richtig Ruhe. Block. Kind, Dicker. Oh, warte. Aber hier ist warum stehen da fünf Mann auf dem Balkon? Sadoman. Der zweite Sadoman, Lack und Leder. Ja. Die ist schon nahe. Wie sie hier stehen. Gammeln sie hinter der Tür, siehst du da? Nee. Drei Paar Füße? Hinter. Zu dritt oder zu viert. Die sehen uns ja nicht, wa? Sonst kriegst du in den Patsch. Nee, die sehen uns nicht. Hier war nur ein Journal, wa? Ich glaub ja. Hier liegt immer ein Katana. Ja, kann man nicht. Ja, brauchen wir nicht. Aber warum gehen denn hier die Bücherregale nicht? Wissen nix. Nicht. Nix für uns. Oh, Alpha. Ups. Wo ist er? Was da hoch, die? Ich wollte springen, aber ging nicht. Also auf dem Regal steigen die. Ich hab hier ins Nasenloch von unten einen Pfeil gemacht. Alter Vater. Wo machst du denn die Tür auf? Ich wollte mal gucken, wer da kommt. Da sind viele. Hier, Kugelman. Zombie Cross und sie sauer. Ih. Man tanzt doch nie so viel umher. Ui. Hm?
Huch. Falsch rum. Aber nicht ein Regal. Nee, hier ist nix. Hier können wir doch, hier steht raus. Ein blinkendes Buch im Regal. Echt? Alter, das hätte ich nie gefunden. Wenn ich nicht nochmal die Regale abgelaufen wäre mit Looten. Die Schweine. Naja, oder? Das sind kompliziert versteckt. Lieber nochmal gucken. Balkonien ist nix. Nee, hab schon wieder zu ihm. Ja, da wollen wir nicht. Nochmal. So, es gibt uns noch ein paar Geschenke. War hier schon zu Ende? Na toll. Da oben ist ja nur Dach, oder? Ich glaube ja. Das war ja öde. Aber so ist es eben. Das ist nicht so geil. Oh, ein schönes großes Dach. Hat man schon mal gesagt, oder? Ja, könnten wir auch ein bisschen bauen. Können wir vom Krankenhaus hier rüber bauen? Oh, was ist denn? Das ist nie für Kumpels angehört. Ich? Ich nicht. Du nicht. Wo ist denn unser Krankenhaus? Da hinten? Ja, siehst du, das schaffen wir auch noch. Könnten eine Brücke hier rüber bauen. Oh, das wäre ja geil, denn zu Nacht 40 so ungefähr. Ja, aber das geht, ich glaube, den Weg gehen die nicht. Na, warte mal ab. Wäre schön, wenn du ein bisschen mitmachen würdest. Achso, ne, ich hab mir hier oben hingestellt, weil ich dachte, das gehen sie mir nicht auf den Sack. Mhm. Das ist so eine Tagrohre, wa? Die sind immer ein bisschen fetter. Ja, da sind immer noch welche rum. Nee, sind wir. Doch. Nee, bleib mal still stehen. Tippen noch welche, kommen noch welche hoch. Siehst du? Das ist ja mein Kumpel. Lassen. Nicht schießen. Lassen. Nicht schießen. Naja, du musst stehen bleiben. Kurz. Immer ganz kurz stehen bleiben. Jetzt. Stehen bleiben. Nein, hab ich gerade. Ich bleib nicht stehen. Und anglotzen. Nein. Explodiert doch, Explo. Jetzt warte. Jetzt. Batsch! Hier ist ein Ärmchen, da ist ein Köpfchen. Schön. So schön ist er nicht. Bolzen. Eine Brücke zur Schule. Ja, aber geil, die Schule, wa? Die Schule ist zu klein. Zur Nacht 40, 50, 170. Alter Vater, wer bist du denn? Warum sind denn jetzt schon wieder welche? Denzel. Da waren wir fertig, wa? Ja. An der Schule ist ja nichts. Ah doch, wir haben ein Buch. Ja, und stimmt. Eben das Journal. Und nu? Tja. Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag? Wartet. Warten wir mal. Wir müssen noch ein bisschen Foundations bauen. Und dann? Dann machen wir das oben mal ein bisschen schön, wa? Den Zaun genau, so wo die Treppen sind und so. Ja, dann machen wir schön. Monk-Auge. Ja, schön machen wir. Aber nicht mehr heute. Nee? Nö, nicht mehr heute. Natürlich nicht. Such mal braune Pilze. Nee, die sind rot. Geh weg. Ja, nicht bei dir. Du doch nicht. Ich bin 100 Meter weit weg. Pilz. Oh, der Pilz war weggehen. Oh, ist er weggegangen? Ja, ist woanders hin gewachsen. Mhm. An Fuß vielleicht. Denk an Äste, sonst weinst du nachher wieder. Was macht er denn die ganze Zeit? Wer? Der Pilz? Meiner. Achso. Sammelt Äste. Achso. Wir haben 130 Beete. Ja, ja. Brauchen wir auch. Ja, da kommen eben doch unheimlich viele Blätter raus, ne? Die kannst du alle umwandeln in Forschungskram. Weiß. Da musst du keine Pakete mit einem Forschungsding mehr looten. Ah ja, wenn du das alles im großen Stil machst, brauchst du dich fast ja nicht mehr wegbewegen. Aus diesem Harz kannst du ja Plastik und so ein Kram machen. Ja, und das hast du ja in den Beeten auch immer mit dabei. Ja.
Das ist nicht verkehrt. Dann hast du die Maschinen. Mhm. Die fördern dir ja deine Erze. Kupfer, Eisen, Eisenstückchen, Schießpulver. Gut, du musst natürlich bloß ein paar bauen, also eine Menge bauen. Aber wenn du immer so einen Rhythmus drin hast, so eine Routine, hast so und so viel Beta, hast so und so viel Fallen, hast so und so viel Maschinengas, dann läuft das. Aber ich glaube mal, von den Erzmaschinen brauchst du ja bestimmt. 12, 30. Ja, 6, 7, 8 Stück. Die musst du immer befüllen mit so einem Blätterdings und Plastik. Also das kriegst du ja aus den Beeten. Die Beete musst du befüllen mit diesen kleinen Tierfallen-Dingern da. Also mit den kleinen Frei. Naja, also eigentlich ist das der Schlüssel so ein bisschen, ne? Kleine Tierfallen und Buschbeete. Ja, Buschbeete. Ja, dann watscheln wir mal zurück. Mhm. Watschelt schön. Oh, hier ist hoch. Oh, ich hab schon wieder eine Eule gehört. Das ist eine Taube. Oh, nein. Eine Taube macht Guru. Und ich. Ja, und die macht Guru. Nein. Da haben sie ein bisschen verkackt mit dem Ton. Das ist die Eule, ich hab die schon geschossen. Den Mal hast du auch eine Eule. Ja, den Mal hast du auch eine Eule gehört und dann halt geschossen und war eine Taube. Ja, aber die Eule war ja zusätzlich da, die hast du nur nicht gefunden. Die Eule gab mir Taubenknochen. Mhm. Hast du sie gehört? Ja, Na, dann suchen wir sie mal. Ja, jetzt ist sie ja nicht mehr da. Da fliegt was, aber das war nicht das. War ganz weit woanders. Oh, da fliegt was. Oh. Hab ich's erschossen? Nee. Eine Eule schaffst du nicht mit einem Schuss, oder? Weiß ich nicht, aber das war keine Eule. Immer zwei Schuss? Ja, ja, die Adler brauchen zwei Schuss, ne? Kann sein, wo ich mich, da hab ich mich erschrocken. Wo sind wir denn hier? Die gibt's hier irgendwo. Das arme Vögelchen weitergeflattert ist, oder? Hm. Ach, Pilze. Ich wollte die auch gerade holen. Mhm. Ich kämpfe mich hier durch den Urwald. Nur um die Pilze zu holen und du klaust sie mir vor der Nase. Knucks. Oh je. Wollt ihr nicht auch zum Klopfe, den gehabt? Baseballschläger haben wir noch ja nicht, wa? Doch, ich hatte den Grüche. Okay. Den aber. Den ausgepackt? Bestimmt. Nee. Warum hat er eigentlich so viel Fell in der Tasche? Na, warum wohl? Blutfinger! Knucks, wer schreit? Und warum? Die Duck-Tante. Oh, die ist auch so schnell für mein Messer, ey. Sie sehen, gefuchtelt habe und die einfach vorbei gerannt ist. Ah, Fuchtelchen. Knucks. Knucks. Geht's ein Knucks drin? Weiß nicht, wollen wir mal gucken, was Knucks so hat. Okay, drin. Was denn? Mutti steht da rum. Aber da gibt's garantiert einen Sturm. Mutti hat's den Kopf gekostet. Oh, und Alpha auch. Excel rum. In dem Laden? Nee. Nee, draußen. So. Excel. Hm? Schleicht und patrouilliert. Hier gibt's noch was. Ein Gummiring. Upsala. Naja, schrei mal. Wer rennt? Der hat mir angespuckt. Ah, ist mein Kumpel. Den hol ich mir. Exel? Nee, den Spucker. Den will ich platzen lassen. Ja,
Nicht kaputt machen, nicht kaputt machen! Ärgert schön. Der platzt immer so schön. Ach ja. Hier ist noch ein Fässlein. Klasse. Wie der immer läuft, mit ganz vollen Körpereinsatz. Wo laufen wir überhaupt hin? Nach Hause? Wir müssen Andreas rum. Okay. Ah, draußen ja. Machst du dein Licht an, wa? Nee, in dem Laden hatte ich es. In der dunklen Schule nicht? Da war hell. Mann. Pass auf, da ist einer. Geh weg. Alles alleine machen. Du vor allem. Hier ist Axel. Für Axel habe ich nur noch 8. 38. Ich hab keine Pfeile mehr, du hast meine alle. Hatte 100 oder so und dir zeigt 0. Stimmt. Kann ja welche rauswerfen. Bist du aber hier hochkommen? LKW liegen ganz viele. Wo sind die durchgefallen? Hier liegen keine. Durchgefallen? Doch, hier unten. Alles nehmen. Mach schnell. Jetzt dürftest du wieder ein paar haben. Hab ich. Oh. Der ist so sauer. Naja, klar. Warum sie den so gepanzert haben, ist ja auch unfair. Aber der zieht nicht. Sonst ziehen doch, sie mich zieht immer. Geh mal ein Stück weg. Siehst du? Da hat das Auto gezogen. Kling. Also, jetzt zieht er gleich, pass auf. Ach, jetzt zieht nichts mehr. So, naja, gut, reicht ja auch endlich für heute. Dann sehen wir uns so nach 13 wieder. Vorher noch ein bisschen bauen wahrscheinlich. Entspannter, schöner Ausflug. War Schule wird ein bisschen enttäuscht. Das ist langweilig gewesen, wenn man gewesen, so die Polizei kennt. Nicht viel drin. Wenn man so Polizei und Krankenhaus, da ist echt viel drin. Ja, Muni wäre jetzt auch von Vorteil. Wir haben keine mehr. Wir brauchen schon Muni, es ist nach 13, da brauchen wir keine Muni. Aber mir macht Schießen so einen Spaß. Ach so. Kommt doch kein Dicker und nichts. Ja, aber ich bin... So, guck mal, ob wir irgendwo Muni finden. Da fliegt was. Muni? Hm? Muni-Vogel. Muni-Vogel. Ah, schön. Ja, na gut, dann machen wir Schluss. Da, schieß den Vogel. Hat nur ein Messer. Mit... den treffe ich doch nicht. Nee, das ist schon extra weg. Langsam für dich. Ja, der war schon zu weit weg. Die Stimme weg. Ich muss aufhören zu reden heute. Ja. So, jetzt zum dritten Mal. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.